Also hier kommen wir auf jeden Fall irgendwie nicht mehr weiter. Vielleicht kann ich mich ja nochmal... Der mir vielleicht weiterhilft, hat der ja irgendwas? Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Mhm. Es ist möglich, die Buchstaben anders anzuordnen. Nimm dazu einen Buchstaben auf, benutze ihn. Dann kannst du den Buchstaben an einer anderen Stelle verschieben. Bewege die Buchstaben einfach an eine neue Position und benutze ihn, um ihn dort anzuschließen. Ja, klar. Großes Kabel. Irgendwelche... Ah, okay, so geht das. Kabel? Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Ah, ich habe ein Kabel bekommen. Mhm. So, jetzt muss es ja noch irgendwie wahrscheinlich richtig gerückt werden, oder? Sela... Dinde... Salat? Ja, klingt doch gut. Salat Dinde. Keine Ahnung. Mag, will der vielleicht irgendwas Bestimmtes dahin geschrieben haben? Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Ah. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Schätze aus fernen Ländern. Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren. Und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Mhm. Okay. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Tut mir leid, aber solange ich dieses Geschäft hier nicht am Laufen habe, möchte ich mich nicht mit Nebenbeschäftigungen verzetteln. Okay. Ich brauche ein Markenzeichen. Eine prägnante Message, die meine Schlüsselzielgruppe am Schlawittchen packt und sie in meine ökonomische Wirkungssphäre schleudert. Ah ja. Wie meinen? Sie wissen schon, ein Name, der magisch und exotisch klingt, der eine nur unterbewusst wahrgenommene Sehnsucht anspricht. Mhm. Also irgendwas Exotisches. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Hm. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist. Wie aus einer Wunderlampe. Und hier haben wir das Kabel. Ah. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Okay, dann gucken wir uns doch nochmal das Ding an. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Salat. Oh Gott, was kann denn hier jetzt hin? Also B haben wir auf jeden Fall nicht und wir haben auch keine 2S hier. Und was mit In vielleicht? Salat. Ne, Salat wollen wir ja nicht. Alat. Alla. Moment. Kommt da gerade ein Geistesblitz?
Da meinst du doch vorne irgendwas mit ferne Länder und. Und Wunderlampe? Aladdin. Okay. Oh, das ist ja bestimmt. Allerdings. Set. Ach Moment, wurde nicht Aladdin mit Doppel-D geschrieben? Ja, Moment. Ach Quatsch. So, so. Aladdin. EEDS. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir ja noch nicht. Das E muss ja irgendwie. EDS. Keine Ahnung. Ja, das wird ja auch nicht dann deutsch sein, das muss ja irgendwie. EDS. EEDS. Dies. Na. Nee. Das lassen wir mal hier, so. Nö. Seed? Seed. Auch nicht. Aladdin. Aladdins. Hä? Ich bin überfordert. Aber Aladdin wird schon richtig sein, oder? Denke ich mal. Aladdin. Ach so, Moment mal, das D hat ja so ein komisches Ding da. Das ist vielleicht. Keine Ahnung, wie Aladdin geschrieben wird. Nein. Das D packen wir mal hier hin. Ja, oder auch nicht. Aladdin. Aber wieso leuchten ein paar Buchstaben und ein paar andere leuchten nicht? Also dir leuchten hier hinten. Dir vorne leuchten. Mensch. Alla. Oder einfach mal andersrum probieren. Oh Gott, ich schiebe alles erstmal hier rüber. So, das ist. Na. Seed. Jetzt müsste man wissen, was Seed hieß, aber irgendwas heißt das nicht. Nimm mal das D. So. Dann würde das auch mit dem Leuchten wahrscheinlich hinkommen.
Aha, das schien ein guter Name zu sein. Sid Aladin. Hallo, Bassam. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladin! Wie cool! Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Oh, wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Cool. Marketing ist alles. Ah, Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Cool. Ein nettes Rätsel, muss ich sagen. Kakerlake, vielleicht weiß er jetzt was. Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil Ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier reinlegen. Ah. Ja, so schließt sich der Kreis. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts. Und will trotzdem immer noch einen. Ich werd's mal versuchen. Perfekt. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Ja, ist ja sogar. Ihr neues Schild gefällt mir wirklich. Es ist herrlich. Ich schulde Ihnen was. Ja, der Keks ist in Ordnung. Wie finden Sie das? Ich bin sprachlos vor Begeisterung, George. Dank Ihrer Hilfe kann ich jetzt mein Retro-Angebot an Glückwunschkarten mit Musik, Haarbürsten und Souvenirs verkaufen. Und Sie wissen ja, was man sagt. Glückliche Verkäufer haben glückliche Kunden. Na, in der Tat. Was verkaufen Sie denn so? Na, endlich fragen Sie danach. Ich verkaufe all das, was Sie sonst nirgends in Paris bekommen. Zum Beispiel? Englische Biskuits, türkischen Honig, französische Audiokassetten, brasilianische Betamax-Videos. Aha, also das, was kein Mensch braucht. Danke für den Keks. Gern geschehen. Oder vielleicht doch. Okay. Gut, dann haben wir hier erstmal, dann probieren wir doch mal unser Glück. Mit dem Keks. Die alte, die habe ich aber jetzt schon gefressen irgendwie. So, Teegebäck. Ich legte einen Kuh rein in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Na klar. Guck. Super. Erwischt. Jetzt schnell raus damit. Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Cherie. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Och, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von null wieder aufgebaut. Oh Mann, eine Managerin mit... erstmal mit so einem komischen... Putzhandschuh. Ja, bitte. So, dann fangen wir doch mal los. Galerie. Es gab einen Diebstahl im Lézard Bleu. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Aber ich nicht. Wir haben da nämlich ein Beweismaterial. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben.
Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Erkennen Sie es wieder? Puh, das Zeug brennt einem glatt die Haare von den Beinen. Ich hatte mal einen Chef, der das Zeug benutzt hat. Sie wissen, was ich meine. Aha. Kommt Ihnen dieser Nagelknipser bekannt vor? Ja, ich meine natürlich nein. Woher sollte ich den kennen? Nein. Nein, danke. Okay. Ich habe ein paar Streichhölzer. Ja, ich habe gesehen, wie Sie sie mitgenommen haben. Behalten Sie sie. Ich kann es mir nicht mehr leisten zu rauchen. Ich habe einen Keks. Diese staubtrockenen Hustedinger sind widerlich. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Ich geht's. Bleiben Sie mir vom Leib damit. Danke. Aber schön, erstmal in die Jacke wieder rein. Okay, dann haben wir hier jetzt erstmal nichts weiter. Vielleicht können wir ja schwarzes Buch. Es war ein kleines schwarzes Buch. Genau die Art, die immer so interessant ist. Na, dann würden wir gerne mal reingucken. Oh. Finger weg, Sie! Kann ich es mir wenigstens mal ansehen? Auf keinen Fall. Dieses Buch ist sehr privat. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut. Besonders die Kosten. Beim Vera-Telefon... Okay. Okay, mit der Ratte können wir irgendwie noch nichts anfangen. Oder Maus, was auch immer. In den Schubladen des Büros könnte sich etwas hilfreich... Probieren wir es doch mal da. Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Tote Pflanze, Lampe. Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Der ganze... Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Irgendwie schien sie übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Es war, als könne sie spüren, was ich vorhatte. Können wir hier irgendwas machen noch? Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Argusaugen. Aber wirklich? Okay. Also wir können weder irgendwas nehmen, noch irgendwo hingehen, noch irgendwas öffnen. Das ist blöd. Draußen vielleicht noch irgendwo was, was wir noch nicht gesehen haben. Das ist die Reklame, das ist das Zeug von dem. Security Stromkasten. Die Klimaanlage passte sehr schön zu den Art Deko-Verzierungen. Ah. Die Klima... Okay. Leerer Laden. Vielleicht kann Ernst vielleicht doch noch ein bisschen... Ah, helfen. Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Der Keks hat gewirkt. Richtiger Kunde und richtiges Produkt. Die Kombination funktioniert immer. In der Tat. Was verkaufen Sie denn sonst noch so? Schauen Sie einfach ab und zu mal rein. Sie werden sich wundern. Ach, wirklich? Doch noch irgendwas übersehen? Irgendwas müssen wir mit dem Radio wahrscheinlich machen können, oder? Kabel? Das würde nie funktionieren. Nee. Noch irgendwas? Jetzt bin ich wieder überfragt und weiß gerade nicht, wie weiter. Haben wir irgendwas? Warte mal, da war die
Tür, Gegensprechanlage. Aber da ist jetzt auch nichts im Inventar, was sie irgendwie überzeugt, dass wir... Probier das nochmal. Ja, das haben sie mir schon mal gezeigt. Ja, das sei denn, dass du jetzt was anderes sagst. Was kann ich für sie tun? Ah, Moment. Haben wir denn hier? Bürotür. Annette, wollen wir zweimal kurz im hinteren Büro verschwinden? Hallo? Wofür halten Sie mich? Bitte? Nein. Also nein, ich meine, darf ich da mal einen Blick reinwerfen? Oh, verstehe. Nein, dürfen Sie nicht. Das ist privat. Alles privat. Okay, was ist mit dem Pferderennen?